Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, die gute alte Dame neben mir strahlt mich schon an, weil sie genau weiß, dass es jetzt weitergeht mit ihrer Quest. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Obwohl ich eigentlich gedacht hatte, ehrlich gesagt, dass es mit meinem Ich weitergehen würde. Also schon in der letzten Quest. Aber ich bin trotzdem gespannt. Ich meine, da wird sicher auch noch einiges kommen. Ich bin aber auch gespannt auf ihren kleinen Minigarten, sage ich mal, den sie in der letzten Folge erwähnt hat. Oh. Was habe ich nur damit gemacht? Es ist nicht in meiner Tasche und auch nicht in meinem Ärmel. Wo könnte es nur sein? Ah, Gameplayerin, du kommst genau im richtigen Moment. Wärst du so lieb, mir dabei zu helfen, ein paar Wünsche zu erfüllen? Klar, natürlich. Wunderbar. Es bringt mich ein bisschen in Verlegenheit, aber ich kann ein Buch, das Merlin mir geliehen hat, einfach nicht finden. Er hat nach seinem Buch gefragt, aber man könnte meinen, er hätte Beine bekommen und sei davongerannt. Das ist natürlich nur ein Scherz, obwohl man bei Merlins Büchern ja nie genau weiß. Wo war ich nochmal? Ach ja, einige Dorfbewohner warten auf meine Hilfe. Könntest du das für mich übernehmen, während ich Merlins Buch suche? Sag mir einfach, was ich tun soll. Oh, vielen Dank. Es ist nicht kompliziert. Du solltest keine Schwierigkeiten haben, diese Wünsche zu erfüllen. Anna fühlt sich ein bisschen krank. Ein wenig Kürbissuppe sollte ihr wieder auf die Beine helfen. Hier, nimm dieses Rezept. Aua, was haut die mir auf den Kopf? Und wer war da noch? Oh, Ursula braucht Amethysten und der knuddelige Olaf braucht einen Stapel Stücke. Okay, verstanden. Danke sehr, meine Liebe. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem Buch. Was für ein schöner Tag. Okay, ja. Und was hat das jetzt alles hiermit zu tun? Jetzt ist meine Frage immer noch nicht beantwortet. Na toll. Na gut, okay. Also wir schauen erstmal, dass wir ihr eine Kürbissuppe machen. Achso, Moment. Wieso steht eigentlich die Aufgabe da jetzt nicht drin? Aktive Aufgabe. So. Ich brauche 100 Stücke. Ihr wollt doch wirklich... Sonst habt ihr keine Probleme. Ich meine, 100 Stücke habe ich wahrscheinlich jetzt in den letzten Monaten nicht mal zusammengesammelt. Oh je. Okay. Gehst du mir jetzt mal aus dem Weg hier? Nee, Amethysten. Jetzt bin ich total durcheinander. Habe ich, wenn, überhaupt hier, oder? Die müsste ich doch eigentlich... Wo drin habe ich die denn? Hier habe ich nur das Gold drin. Achso, Glas. Moment, das könnte ich auch mal da reintun direkt. Ach nee, Amethysten habe ich unten. Genau. Ja, ja, ja. Rezept. Achso, Rezept einer Kürbissuppe. Das sollte ich vielleicht gleich auch mal öffnen, obwohl wir das ja schon kennen. So, genau. Die Amethysten habe ich unten. Die holen wir dann als letztes. Dann machen wir doch erstmal eben die Kürbissuppe. Die habe ich natürlich nicht direkt fertig. Kürbisrollen, Kürbissuppe. Einmal auffüllen bitte, das ist okay. Und einmal kochen. Kürbissuppe. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der Kürbis mag. Und jeden, der es noch nicht probiert hat, dass ihr es einfach mal probiert. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Es gibt natürlich Unterschiede, wie sie gemacht sind. Klar. Ach so, wir hätten sowieso da reingemusst wegen den Stücken noch. Oh. Vielleicht habe ich doch genug. Ich dachte eigentlich, ich hätte wieder so viele ausgegeben. Aber anscheinend habe ich doch genug. Wir brauchen aber nur 100. Das heißt, ich würde noch einen hier rüber tun. So. Dann haben wir 100. Okay, dann noch die drei Amethysten. Ich hoffe mal, dass wir die haben. Dass die jetzt nicht zu denen gehörten, die so selten sind. Oh, das sind die hier. Naja, gut, okay. Aber wir haben zumindest noch genug. Ich müsste auf jeden Fall noch mal etwas fleißiger sein. Aber ich habe es halt eben auch tatsächlich nicht mehr geschafft. Wo ist Anna denn eigentlich? Moment, ist die nicht normalerweise hier beim Essen?
Ah ne, sie ist jetzt beim Einkaufen. Oh, ich war auch schon lange nicht mehr einkaufen. Ganz, ganz schlecht, wenn ich jetzt hier wieder reinkomme. Aber das ist, glaube ich, sogar noch das Gleiche, was drin war, als ich das letzte Mal rausgegangen bin. Das ist aber was Neues. Hi, Anna. Hier, eine Kürbissuppe für dich. Ich glaube, das freut Hallo. Sie. Oh, Gameplayerin. Bär, Hielen, Lien, Dank. Hachi. Ist alles in Ordnung? Oh, ich bin nur erkältet. Ich war gerade auf ein Picknick mit Christoph, als der Sonnenzauber die gute Fee plötzlich nachließ. Ich muss dich wohl erkältet haben. Nach dieser Kürbissuppe geht es dir sicher gleich wieder besser. Oh, nochmals vielen Dank. Vielen Dank. Okay, wir lassen das jetzt mal so stehen. Und kaufen uns den Schwebesessel, weil den kenne ich auf jeden Fall noch gar nicht. Der muss garantiert... Einen schönen Tag noch. Wieso war da gerade ein Punkt Auf Wiedersehen dran? Und bis bald. Der muss garantiert neu dazugekommen sein. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Sei gegrüßt, Nachbar. Toll Story. Hey. Freundlichen Dank. Sei gegrüßt, Nachbar. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Den nehmen wir einfach auch noch mit hier. Zwanglos vor allen Dingen. So, ich weiß. Ich muss jetzt hier mal wieder alles leer kaufen. Auf Wiedersehen. Also alles nicht, ne? Sind ja auch Sachen bei, die mir jetzt nicht so gefallen. Bei dem bin ich jetzt gerade nicht so sicher. Freundlichen Dank. Ist das neu? Hallo. Monster-Akten. Auf Wiedersehen und bis Nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, haben wir denn hier noch irgendwas wirklich Tolles? Ich glaube nicht, oder? Sind das Ringe? Hallo. Etwas seltsam aussehende Ringe. Aber gut, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Freundlichen Dank. Okay. Ach, deine Schmetterlinge hingen mir gerade in der Nase. Hilfe. Stöcke zu Olaf. Olaf, der lief doch vorhin auch irgendwie bei uns rum. Jetzt ist er nicht mehr da. Der ist jetzt hier oben. Okay. Olaf. Oh. Einmal Stöcke für dich. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast. So viele Stöcke. Sind die alle für mich? Oh, danke, Gameplayerin. Freut mich, dass du dich freust. Und ich freue mich, dass du dich freust, dass ich mich freue. Oh, danke. Das macht mich so glücklich. Ja, dich macht alles glücklich. Ursula wollte ich gerade sagen, weil ich sie jetzt gerade sehe. Olaf natürlich. So, dann nochmal in die Richtung. Ich laufe hier gerade auf alles drauf. Ich weiß auch nicht. Ich muss den Strand mal nebenbei hier ein bisschen säubern. Das geht ja gar nicht. Man kann sich hier ja gar nicht mehr bewegen. Oh, Kohle in den Dingern. Hatte ich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr. Und eine Erinnerung. Die hatte ich definitiv schon lange nicht mehr. Oder auch keine Erinnerung. Na gut, dann nicht. Ursula! Na? Ah, da bist du ja. Ah, Gameplayerin. Mit meinen Amethysten, wie ich sehe. Die gute Fee bestand darauf, mir etwas zu schenken, das mir gefallen würde. Und sie verlangte keine Gegenleistung. So eine Närrin. Wie nett von dir, dass du sie mir bringst, Fischlein. Ja. Oh! Gameplayerin, ich habe mir sagen lassen, dass du eine wunderbare Aushilfsfee bist. Vielen Dank für deine Hilfe, meine Liebe. Aber ich konnte Merlins Buch immer noch nicht finden. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen könnte. Wann hast du es denn das letzte Mal gesehen? Das war vor 2 Tagen. Ich habe vor dem Einschlafen darin gelesen. Ich weiß, dass es weder auf dem Hauptplatz ist, noch am Strand an meinem Lieblingsort des vergessenen Landes.
Und Merlin hätte es nicht zurückgeholt, ohne mir Bescheid zu sagen. Seine Bücher sind ihm sehr wichtig. Er erlaubt mir nicht einmal, sie nach Farben zu sortieren. Oh. Ich fürchte, es ist ganz einfach verschwunden. Moment mal, du hast noch nicht in deinem Haus gesucht? Mein Haus? Oh, meine Güte. Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Das muss ich vergessen haben. Keine Sorge, ich gehe für dich nachsehen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Dann können wir endlich mal sehen, wie das Haus von der guten Fee aussieht. Oh, lass mich nach oben porten. Los, schneller. Ja. Ich wollte schon, seit ich hier oben in dem Bereich war, wissen, wie es von drinnen aussieht. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, oder? Jetzt, wo ich gerade die Tür gedrückt habe. Also viel sehen kann man hier nicht. Moment, entfernen. Erstmal alles kaputt treten hier. Wir kommen einfach so in ein wildfremdes Haus rein und dann treten wir erstmal den ganzen Schund hier kaputt, ne? Oh, ich habe ein Buch gefunden. Egal, ich muss den restlichen Schund auch noch kaputt machen. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wir waren hier, glaube ich, in der ersten Folge oder so drin. Aber ich habe es echt vergessen, es ist einfach zu lange her. Du hast es gefunden. Oh, Gameplayerin, du bist einfach wundervoll. Jetzt muss ich nur noch auf den richtigen Moment warten, um es zurückzugeben. Ich will Merlin nicht bei seinen Experimenten stören, weißt du? Manchmal explodiert dabei etwas oder wird in eine Kröte verwandelt. Ja, das wäre nicht so schön. Wie wär's, wenn ich das Buch nehme und es leise ins Regal zurückstelle? Ah, das wäre nett von dir, meine Liebe. Vielen Dank. Schaffen wir das? Das Buch leise ins Regal zurückzustellen. Er ist nämlich auch gerade zu Hause. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Nee, falsche Richtung. Moment, das ist hier gerade totales Chaos. Ich weiß auch nicht. Mal schauen. Merli? Der hat auch eine Aufgabe, ne? Das heißt, ich darf ihn jetzt deswegen nicht ansprechen. Aber wohin soll ich das legen? Das ist jetzt die Frage. Oder muss ich ihn doch ansprechen? Nee, er hat... Das war die Quest mit Merlin, mit der Hauptquest. Also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Ja, aber ich will gerade nicht mit dir reden. Ich will das Buch eigentlich nur zurücklegen. In das linke Bücherregal der Bibliothek. Achso, das ist das hier. Oh, da kann ich auch noch lange suchen. Ach ja, ach ja. Ich sage ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich war jetzt nur ein bisschen abgelenkt gerade von Merlin. Oh, danke sehr, meine Liebe. Na dann, ich muss mich um die Wünsche der Dorfbewohner kümmern. Es ist fast an der Zeit, dass ich mich um mein Geschenk für dich kümmere. Wir sehen uns sicher bald wieder, Gameplayerin. Okay. Wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich auch noch mal ganz kurz gucken. Aber hier liegt nirgendwo ein Spielzeug-Alien. Ja, sie hat jetzt leider keine Aufgabe mehr für uns. Und ehrlich gesagt möchte ich jetzt auch keine neue Aufgabe mit Merlin beginnen. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das etwas länger dauern wird. Und ich dann eine eigene Folge dafür haben möchte. Deswegen schaue ich mal, ob wir vielleicht dann doch noch mal irgendwo ein oder zwei Aliens finden. Weil das ist ja zum Verrücktwerden. Ich bin tagelang, bin ich da, habe ich mich da jeden Tag eingeloggt und bin ich da rumgelaufen wie heilenblöd und habe nirgendwo einen gefunden. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob die nur an speziellen Tagen vielleicht kommen. Das hatte ich ja auch schon mal gemutmaßt. Das habe ich irgendwie so im Gefühl, dass das wirklich damit zu tun haben könnte. Ich meine, ich weiß es natürlich nicht. Ernte Dreamlight-Früchte. Achso, das war eine... Okay. Kann ich dann auch gleich mal abgeben. Achso, stimmt. Ah, Wally, bei dir können wir auch direkt nochmal reingucken. Bevor ich da irgendwie ein Haus übersehe oder so. Normalerweise laufe ich eine andere Runde.
Aber da wir jetzt gerade hier unten waren, schieb ich das nochmal eben mit ran an die Folge und dann, ja. Schauen wir mal, was draus wird, sagen wir es mal so. Sieht mir aber auch schon, wenn ich schon nichts glitzern sehe, wenn... Ah, ah, ein Spielzeug-Alien. Ja, ja, ich habe einen gefunden. Ich habe einen gefunden. Ich würde jetzt springen, wenn ich könnte, aber ich kann leider nicht. Oh, wir haben jetzt, lasst mich nicht lügen, wir haben jetzt Mittwochabend 6:30, falls es irgendwas damit zu tun hat. Dann könnt ihr euch daran orientieren. Oh, endlich nochmal einen gefunden. Ja gut, hier denke ich mir mal nicht, dass wir überhaupt einen finden werden. Ich meine, kann natürlich sein, dass Ariel aus Versehen mal einen eingesammelt hat oder so. Oder dass sich da irgendwie was reingeschmuggelt hat bei ihr. Man weiß es ja nie, ne? Aber da ist noch eine Truhe, die sollte ich vielleicht auch direkt mal mitnehmen. Weil Truhen liegen zu lassen, das ist nie gut. So, Geld. Geld ist auf jeden Fall immer gut. Ich wollte mich gerade schon hier in die Matte reinlegen. Können wir aber noch nicht. Wir müssen erstmal schauen, ob wir hier noch irgendetwas finden. Aber, na gut, bisher lagen sie mal auf dem Boden. Ich gehe mal davon aus, das wird bei allen so bleiben. Mal schauen, ob Prinz Erik ausnahmsweise mal wach ist. Oh, er ist mal wach. Sehr schön, sehr schön. Wir können ja rein. Direkt mal alles durchgucken. Prinz Erik, du Langschläfer. Ja, ja, brauchst dich nicht zu verbeugen. So alt bin ich noch nicht. Rechts, das ist grau. Können wir das trotzdem noch holen? Ja, können wir. Ich weiß nicht, warum das jetzt so... Keine Ahnung. Gut. Also hier haben wir leider nichts, aber dafür konnten wir nochmal neue... Naja, Rezepte kann man es nicht sagen. Entwürfe. Nochmal neue Entwürfe kaufen. So, damit ich die jetzt so einigermaßen in der Reihenfolge habe, gehe ich jetzt... Moment, hier war das. Hier steht jetzt schon so viel rum mittlerweile, dass ich überhaupt gar nicht mehr weiß, was wo ist. Nicht ganz ehrlich. Dann ist da noch der ganze Müll in Anführungszeichen, ne? Also alles, was hier... Also das Unkraut sozusagen. Alles, was hier wächst, was hier nicht sein soll. Und dadurch wird es dann doch ein bisschen unübersichtlich. Aber hier ist auch nichts. Nee. Ah, schade, schade, schade. Bei meinem Glück finden wir nur einen. Ja gut, bei Ursula waren wir eben schon. Es wäre mir aufgefallen... Moment, was? Hä? Also da steht unten... Laufen mit der Shift-Taste. Aber ich kann es nicht umstellen. Hä? Was ist das? Ist das vielleicht irgendwas, was bald kommen wird? Hat man endlich mal auf mich gehört und hat eine Sprint-Taste eingebaut? Ich bin mir nicht sicher. Oder möchte es einbauen, sagen wir es mal so, weil scheinbar ist sie noch nicht eingebaut. Weil, wie gesagt, also wenn ich... Es ist auch nicht so, dass die jetzt aus Versehen Shift geschrieben haben und es eigentlich Steuerung ist. Die habe ich jetzt auch gerade mal ausprobiert. Ich bin verwirrt. Das lenkt mich ein wenig ab. Aber vielleicht ist das ja ein positives Zeichen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, hier haben wir nochmal eine Truhe. Unten haben wir alles schon durch. Normalerweise würde ich sagen, dass ich das Ganze zusammenschneide. Aber das brauchen wir nicht. Der Letzte ist hier oben. Er ist da. Ja, und er steht auch schon hier. Lass mich mit dir reden. Ja, ich möchte die Spielzeug-Aliens weitergeben. Was? Sag mir bitte, dass ich nie wieder danach suchen muss. Gut gemacht, Gameplayerin. Die Außerirdischen, die nach Hause zurückgekehrt sind, wurden erfasst. Ich glaube, es werden nur noch wenige Außerirdische vermisst. Nein. Aber wir werden unsere gemeinsamen Fähigkeiten aufbieten müssen, um sie zu finden. Ich werde weiter patrouillieren. In der Zwischenzeit dachte ich, du würdest ein weiteres Versorgungspaket der Space Ranger zu schätzen wissen. Sogar zwei. Hervorragend!
Ja, ich freue mich jetzt natürlich unheimlich, dass... Was ist denn das hier? Oh, das hat, glaube ich, was mit dem Vergessen zu tun. Das habe ich noch gar nicht gesehen da oben. Okay. Ja, ich freue mich unheimlich, dass wir es endlich abgeschlossen haben mit den Aliens. Aber ich verstehe überhaupt nicht, was... Also ich verstehe schon wahrscheinlich, was er damit meint. Aber ich bin gerade ein bisschen down, weil sich das so anhört, als ob wir beim nächsten Mal, wenn wir uns einloggen, noch eine bekommen. Ich will nicht nochmal Aliens suchen. Ich hasse diese Quest, ganz ehrlich. Also es ist okay. Es ist auch okay, wenn man die dann auch findet. Aber ich habe wirklich wochenlang gesucht und gesucht. Ich habe mich jeden Tag eingeloggt. Also ist schon eine Weile her jetzt. Aber ich habe mich jeden Tag eingeloggt. Und ich habe nicht einen einzigen Tag habe ich sie gefunden. Jetzt komme ich an und ich habe endlich das Glück, die letzten zwei zu finden. Und jetzt deutet er an, dass es nochmal eine Quest gibt. Ja. Irgendwie macht mich das wahnsinnig. Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie Schneewittchen. Ne? Alle Tiere kommen und liegen mir zu Füßen. Und jetzt sind sie alle wieder weg. Na gut. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen auf jeden Fall hier erstmal einen kleinen Cut. Ich werde dann offline die gute alte Dame neben mir, also die gute Fee, nochmal ein wenig leveln und dann muss ich mal schauen. Ich muss dann auf jeden Fall, glaube ich, mit Merlin weitermachen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin. Ich habe eigentlich gedacht, dass die gute Fee hatte uns doch in diese eine Parallelwelt gebracht, oder? Ich muss mir ehrlich gesagt meine eigene Folge nochmal anschauen, ob wir da jetzt genau weitermachen können. Ansonsten bin ich etwas verwirrt, weil wir haben jetzt noch einige Sachen, die wir noch machen können. Gut, sie ist noch gesperrt, weil sie noch gelevelt werden muss, das ist klar. Dann gibt es jetzt auch noch ein Gespenst von Dreamlight Valley. Okay, das hört sich auch sehr interessant an. Ja, und dann halt die Sache mit Merlin. Da steht aber was vom Vergessen. Doch, du musst einen Weg finden, das Vergessen zu erreichen und es aufzuhalten. Wir werden auf jeden Fall Merlin rauswerfen. Wir werden auf jeden Fall Merlin als letzte, nicht als letzte, sondern als nächste Aufgabe machen. Und ich freue mich sehr, sehr darauf, dass wir die Story weitermachen können. Und wenn wir ihn fertig haben und dann die gute Fee fertig haben, dann schauen wir auf jeden Fall auch nach der, ich weiß nicht mehr, wie sie jetzt hieß, irgendwas mit V, die meines Wissens nach, meine ich, von Ralf Reichts gewesen ist. Wie gesagt, steinigt mich nicht, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Ralf Reichts gewesen ist. Und ja, ich bin da auch super gespannt, wie da so die Aufgabe sein wird, weil wir haben hier schon einige Möbel davon. Ich glaube, ich habe sogar eine ganze Etage schon danach eingerichtet. Ich weiß gar nicht, ob ich mit euch mal einen Rundgang gemacht habe und wir mal alle Etagen angeschaut haben, was da so gebaut worden ist bisher. Wenn nicht, dann müssen wir das auf jeden Fall mal nachholen in einer der nächsten Episoden. Vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps, was noch in die Etage passen könnte. Da könntet ihr dann schreiben, das ist der und der Stil oder das heißt so und so oder das ist von dem und dem Set, sage ich jetzt mal, das passt noch gut da rein, dass ich da mal nachschauen kann. Und ja, irgendwann muss ich auch endlich nochmal die Zeit finden, mich hier nochmal drum zu kümmern und hier ein paar Dinge umzubauen und vor allen Dingen wieder ein bisschen was frei zu machen, weil es ist doch aktuell sehr, sehr chaotisch hier. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal einen Anfang gemacht. Wir haben schon mal die ersten zwei Folgen gemacht. Und trotz Sommerferien, also nicht meiner Sommerferien, sondern von meiner Tochter natürlich, also sprich von der Schule, werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr von Disney aufnehme. Also Disney Dreamlight Valley. Ja, und ich sag mal einfach, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.